Paris, Anfang der 20er Jahre. Es ist eine der lebhaftesten Zeiten der Metropole. Die Weltstadt an der Seine ist der Traum eines jeden Künstlers, Bohemiens, Intellektuellen. Doch Paris ist auch die Hauptstadt der Heimatlosen, der Immigranten aller Herren Länder, die der Krieg hierher verschlagen hatte. In jenen Jahren gesellte sich zu den Stammgästen des Café de la Paix eine Gestalt, die allgemein Neugier erweckte. Der neue Gast, etwa Mitte 50, schien so etwas wie ein Schriftsteller zu sein. Sein Name? Georg Iwanowitsch Gurdjieff. Das Café de la Paix war, wie er sagte, sein Büro. Rund 70 Kilometer südöstlich von Paris, nahe Fontainebleau, hatten Gurdjieff und seine Schüler den Landsitz Prieuré d'Avon erworben. Gurdjieff gründete dort eine Gemeinschaft, die sofort große Neugier in Paris erregte. Die Gruppe hatte das Haus in einem miserablen Zustand übernommen. Gurdjieff schreibt: Als ich durch die Pforten des Chateau die Prieuré trat, war es so, als würde ich sofort nach dem Portier von Madame Grand Problème begrüßt. Monatelang wurde gebaut, gesägt, gegraben, um die Anlage bewohnbar zu machen. Eine Arbeit, bei der alle, Gurdjieffs adlige Freunde wie seine Verwandten und Bekannten, mit anpacken mussten. Sehr zum Erstaunen der Pariser High Society. In der Prieuré hat sich zu den Schülern aus Russland eine exquisite Gesellschaft illustrer Persönlichkeiten gesellt. Fürstinnen, Ärzte, Architekten, Musiker, Verleger, Kritiker. Die meisten trugen einen bekannten Namen. Anfangs kamen Engländer, später schlossen sich ihnen Amerikaner an. Die bekannteste unter ihnen war die neuseeländische Schriftstellerin Catherine Mansfield, die unheilbar an TBC erkrankt in Avon eintraf. Ihr Tod in der Prieuré hatte damals zu Spekulationen geführt, Gurdjieff in Misskredit gebracht. Lawrence Rosenthal spielt den kaukasischen Tanz aus der Serie Asiatische Lieder und Rhythmen. Gurdjieff was what you might call a. Man könnte Gurdjieff einen geistigen Lehrer nennen. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, was er tat. Er lehrte über das Leben, über die Wahrheit. Er lehrte über alles. Alles und jedes war denn auch der Titel einer seiner Schriften.
of his writings. As someone full of energy, er war jemand voller Energie und unglaublich fesselnd. Ich denke, es war dieses Gefühl seiner Anziehungskraft, das mich zu ihm führte. Er war ein sehr interessanter, netter alter Herr, der offensichtlich begonnen hatte, sich Gedanken darüber zu machen, dass er nicht mehr allzu lange zu leben hat. Die anderen sprachen ihm gewaltige Kräfte und sonst etwas zu, doch er schien sich auf den Tod vorzubereiten. Wieder andere schöpften Energie von ihm und so weiter und so fort. Ich aber sagte, tut mir leid, lasst ihn in Ruhe. Gewiss, heute gibt es all diese Geschichten, die die Leute von dem großen Meister erzählen und was sie mit ihm erlebt haben. Wir Jungen, die direkt mit ihm arbeiteten, merkten nichts von all dem. Der Ararat, der heilige Berg Armeniens. Und die verlassene Stadt Ani, ehemals Hauptstadt der Bagratiden, der Könige von Armenien. In dieser an Geschichte so reichen Gegend des Kaukasus, dem Kreuzpunkt der armenischen, georgischen, türkischen und russischen Kultur, wurde Georg Iwanowitsch Gurdjieff wahrscheinlich am 13. Januar 1866 im Griechenviertel der russisch-armenischen Stadt Alexandropol geboren. Der ziemlich verkommene Garnisonsort verteidigte damals Russlands Grenze zur Türkei. Wer klug war, meldete dort keine Geburt, ließ sich vorsichtshalber nicht registrieren, da die Landesgrenze sich ständig verschob. In diesem Haus soll Gurdjieff geboren worden sein. Sein Vater, Ioannis Georgiadis, war Grieche. Seine Mutter, Armenierin. Heute ist der total verarmte Ort Grenzstadt Armeniens zur Türkei und heißt Gjumri. Erdbeben und Kriege haben das Gesicht der Stadt gezeichnet. Gurdjieffs Vater ist ein Aschoch, ein Geschichtenerzähler gewesen. Eine Tradition, die bis heute im Kaukasus fortlebt und oft vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Die singenden Barden erzählen von der Liebe zu einem hübschen Mädchen, von der Sehnsucht zur Mutter Erde und von der Schönheit der Berge. Durch die Reisen des Vaters als Aschoch lernt Gurdjieff auch Vater Borsch, den Erzpriester der Garnisonskirche im 60 Kilometer entfernten Kars, kennen. Der Pater sollte sein erster Lehrer werden. Georg Iwanowitsch sang im Chor der russisch-orthodoxen Gemeinde von Kars, besuchte dort die russische Schule.